Hallo, wir spielen jetzt eine Runde Balloon Pets auf spielaffe.de. Mit dabei sind VDrummer2 und einer, der noch keinen YouTube-Account hat, der sich aber noch einen erstellen wird. Dessen Namen nicht bekannt gegeben werden soll, darf, muss, keine Ahnung, da kommt noch irgendwas hinterher. Ich mache das dann in die Kanalbeschreibung. Ich werde mir noch einen schönen Namen ausdenken. Schreibt in die Kommis, welchen Namen ihr mir geben würdet. Das war die Idee, genau. Genau, ihr schreibt jetzt, macht Namensvorschläge. Ich werde das so eine Woche laufen lassen und dann, ja, sehen wir es mal. Juhu, ich kriege einen Namen von YouTube-Usern. Cool, okay. Irgendwann steht er da. Typ, der nicht genannt werden darf. Ja, also den besten Vorschlag nehme ich. Ja. Okay, kleiner Hinweis auf den schönen Bildschirm. Der Hund mit den schönen Augen. Ja? Schön, oder? Ja, tierlieb. Ja. Das Spiel, oder? Noch. Oder? So. Ironisch. Ja, nee, erstmal sagt unser V-Drummer was. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, wie das Spiel aufgebaut ist. Also, erstmal hören wir diese schöne Musik hier im Hintergrund. Sehr schöne Und Musik. wir sehen hier eine Katze, soll ich jedenfalls darstellen, und einen Hund. Die beide ziemlich Der rund erste. sind. Ja, die rollen auch. Kugel und Hüpfburg. Das Ziel ist jetzt mit dieser Kanone, diese Balance abzuschießen, sodass die Tiere in die entsprechenden Kisten fallen. Also die Katze in die Kiste mit der Grete und Der der Hund Hund mit in dem die Loch. Kiste mit dem Knochen. Genau. Level gibt es, glaube ich, 20 oder so. Also wir werden das 20. jetzt einmal durchspielen und hoffen, dass wir nicht so failen. Wie in manch anderen Situationen. Ja. Ja, okay. Ja, dann Würde ich gehen wir rum. sagen, Wer will anfangen? ich Machen fange wir. an. Ja, genau. Ich fange an. Kale. Tor. Tor. Genau, gleich ohne Fail begonnen. Das ist schon mal ein Okay. guter Einstieg. Das ist der Typ dran, dessen Name nicht genannt werden wollte. Der Schuss, der Schuss. Keine sinnlosen Wutausbrüche. Sehr schön. Mal dran. Das wird, glaube ich, nichts werden. Versuchen wir nochmal den hier. Nein, ich Nein, glaube, nein, da nein. war der Oh erste Gott. Fehler, war der erste Fehler des Da Spiels schon müssen wir den gleich zu ersten Anfang. Restart ansetzen. Der erste Restart, nämlich, das müsste man dazu sagen. Ah, Nein, okay. es kommt nicht hin. Genau, falsch rum. Epic Fail, Epic Fail. Aber gutes Beispiel, so sollte das Spiel nicht gehen, wenn ihr es mal selber spielt. Ja, das ist die Lösung. Level complete. Okay, jetzt wird es ein klein wenig schwieriger. Aber unweigerlich. Im Wesentlichen nicht unweigerlich. Okay, Entschuldigung. Weigerlich wäre, wenn es Anders, auf ja. jeden Fall schwerer werden müsste. Okay, wird's auch. Wir können ja nicht immer so nur so auf so einem. Niedrigen Niveau Genau, spielen. jetzt, oh, schon schneller, auf Zeit müsste ich, ne? Also man sieht hier schon, die Ansprüche steigen. Ja. Sie steigen. Ins Unermessliche. Ja, ein Leck. Okay, konnte über die Katze. Ich würde ein wenig runtergehen. Endlich hat es Sure. geklappt. Endlich hat es geklappt. Wobei man nicht weiß, wobei denn hier der Kopf ist und wo der Körper ist. Das Ja. ist eine Kugel. Ja. Okay. Ich glaube, das kann man vergessen. Ja. Komplex werden noch so laufen. Das ist schön. Solange sie nicht so stark sind wie in meinen Minecraft-Videos, ne? Tor. Tor. Doch, jetzt. Ja. Oh. Ich würde warten, bis die Katze zurückkommt. Ansonsten verwendest du nur Wen sinnlose weniger, Schüsse. weniger. Power und dann so. Ja, genau. Ja, bis auf den Leck. Bis auf die Kante da oben. Ja, aber. Ja. Jawohl. Knapp, aber geschafft. Das ist die Hauptsache. Na, fast. Ja. Geschafft. Wow, das ist, wenn das nicht elegant ist. Die Elegant. Kugel ist auf der Kiste liegen geblieben. Skill. Das ist Skill.
elegant mit einem Schuss sehr elegant gelöst. One hit. Okay, irgendwie hat er immer das Level, egal wann wir spielen, er hat immer dieses Level. Ja, und noch an dem weißen Kiste, ja, in der Kiste, versperrte Kiste. Eigentlich logisch, ne? Genau, so haben wir auch mit anderen größeren Kanonenkugeln, die jetzt später noch auftauchen werden. Einmal in der Kiste, Kiste zu, Tier nicht mehr. Nicht mehr ganz so rund. Tier nicht mehr ganz so rund? Ja, wenn das wenn so eine Kugel auf, die, auf das Tier fällt, ist das Tier. Ja, dann ist sie nicht mehr ganz so rund. Ja, ja, genau, das stimmt. So. Okay, machen wir weiter. Da ist die angesprochene dicke Kanonenkugel. Nein, 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 nein. Und das ist wieder mal ein Fail, aber das passiert ab und an. Da kann ich nun wirklich nichts wirklich zu. Das ist einfach scheiß Physik. Merkt schon, hier sind wenig Leute mit Physik. Nein, wir sind natürlich alle mit Physik. Also manche Leute sie abgelehnt haben. Ja. Das ist ein. Also, den die Verbindung aus Hund und Katze sollte sich auch anfreunden, jetzt zusammen in einer Kiste. Man kann sich ja überlegen, was passiert. Ja. Sehr schön. Besser aus. Jetzt ist der Schluss. Und da ist der Hund-Outrenner. Und das ist schwieriger. Man muss nämlich beiden Kugeln ausweichen, dann versperren die alles. Und das ist das nicht sein. Gelungen. Ja. Wenig mehr Kraft würde ich erwarten. Ein wenig mehr Kraft. Das war ungünstig. Ja. Ich sage ein wenig mehr Kraft. Mehr Kraft? Wenig. Du sagst ein wenig mehr gesagt. Oh. Okay, man sieht, wir müssen hier noch echt an unserer Artikulation arbeiten. Ein wenig mehr Kraft. Das gleichbedeutend mit weniger Kraft. Genau. Ist ja eigentlich logisch normalerweise, der normale Schüler kennt das. Aber weniger ist mehr. Genau. Also jetzt ein wenig weniger Kraft. Ein wenig weniger Kraft. Und vielleicht anders treffen. Ich weiß es nicht. Das ist nur so eine Vermutung. Das ist die große Unterfrage. So einfach ist es. Nein, das gibt's doch nicht. Also den Hund kriegst du immer hin, aber die Katze... Ja, der Hund kriegst du immer einfacher. Ja, das ist das Diskriminierende an dem Spiel. Die Hunde werden dir voll bevorzugt. Genau. Hunde sind halt einfach besser, ne? Das sieht man auch hier schon dran. Hunde machen es einem einfach. Der fällt einfach mal hier rein. Also, oder bleibt liegen. Oder bleibt liegen. Aber die Katze ist da hinten. Man das wird eng. Ja, ja. Endlich. Da ist der Sieg. Da ist die Katze im Sack. Naja, in der Kiste aber. Und oh, der Hund hat sogar noch einen Weg. Naja, der hat aber länger einen Weg. Achso, ja, okay. Nun unglaublich skilled, wie wir alle sind. Unglaublich skilled! Wie ich gesagt habe, unglaublich skilled. Das ist ein. Und jetzt sieht man, wie die Katze erschlagen wird. Ja, okay, zensiert durch die Pappkarton, aber. Ist ja ein Spiel für Kinder. Sollte es zumindest sein. Ja. Oh. Und der fliegt und da ist er dran. Ja, Skispringen ist ein Scheißdreck dagegen. Ja, die Hunde fliegen viel weiter. Ja. Vor allem drehen die sich dabei noch, ohne hinzufallen. Ja. Genial. Also Tiere. Hunde jedenfalls. Katzen nicht so. Katzen sind doof.